Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's was für alle, die sich die Haare föhnen, um es gendergerecht zu sagen. Alle Haarföhner und Föhnerinnen. Ich habe mir den Slow Pill geleistet, weil er ist nicht günstig. Er kostet 129 Euro und das ist schon eine ordentliche Hausnummer für einen Föhn. Ich hatte jahrelang diesen Philips hier, was ihr seht, ein ziemlicher Trümmer im Vergleich ist, wenn wir die zwei jetzt mal so nebeneinander halten. Also so, ne? Was hier rauskommt im Vergleich zu dem, was da rauskommt, ist ein laues Lüftchen. Der Slow Pill hat eine ganz andere Technologie. Er hat einen Brushless-Motor drin, was heißt, er sollte eigentlich auch länger laufen, weil da drin keine Kohlen mehr verbaut sind, die sich abnutzen. Dadurch kann er so viel, so klein sein. Und ich hoffe mal, das funktioniert. Er hört sich auch anders an. Das werdet ihr gleich hören. Wenn ich ihn einschalte, hört er sich eher an wie eine Flugzeugturbine oder wie beim Zahnarzt so ein bisschen. Nun muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und er bläst euch alles weg. Also er hat direkt zugeschaltet diese Ionentechnologie und bläst auch mit einem größeren ja, also bläst viel mehr Luft, das heißt, eure Haare sind schneller trocken, eure Haare sind schonender trocken. Und ja, dadurch denke ich mal, braucht ihr auch weniger Strom, weil ihr schneller fertig seid natürlich. Er hat eigentlich vier verschiedene Heizstufen. Ihr könnt ihn also ohne Heizstufe betreiben. Dann schaltet ihr hier nichts ein und dann hat er noch drei verschiedene Heizstufen, wobei mir persönlich die erste meistens schon wirklich reicht. Er hat drei verschiedene Geschwindigkeiten und hier oben habt ihr noch eine Kalttaste, das heißt, wenn ihr euch föhnt und die dazu schaltet, dann wechselt er direkt auf kalte Luft und wenn ihr sie loslasst, dann geht es wieder auf warme Luft. Hier hinten habt ihr einen Ausschalter. Und er hat eine Memory-Funktion. Er merkt sich die letzte Kombi, die ihr eingeschaltet habt. Finde ich schon mal sehr praktisch. Kabel, meiner Meinung nach lang genug, ist 1,80 Meter lang. Sollte reichen. Und ich habe mir gekauft, weil es mir wirklich auf den Geist ging. Die Hotels haben nur noch, ja, teilweise Föhne, die den Namen nicht verdient haben. Und der große Philips, der nimmt mir einfach viel zu viel Platz weg im Koffer. Und ich fand diese Technik interessant. Und ja, und deswegen habe ich ihn bestellt. Er kommt mit zwei verschieden breiten Aufsätzen hier zum Stylen. Etwas länger und schmaler und etwas breiter und dicker und mit dem Diffuser-Aufsatz. Ach so, was auch noch interessant ist, er hat eine Selbstreinigungsfunktion. Wenn ihr ihn ausgeschaltet habt und dann die mittlere Taste ungefähr 7 Sekunden gedrückt haltet, dann schaltet er ja nochmal in einem stärkeren Modus und der Motor dreht sich dann wohl andersrum und bläst dann alles, was er vorher eventuell angesaugt hat, macht er dann frei. Funktioniert, also ich sehe natürlich nicht, ob da was rauskommt, weil was soll er so großartig ansaugen bis jetzt. Aber ich schalte ihn mal an, damit ihr mal den Sound hört. Hört sich nicht spektakulär an, aber der Luftstrom ist schon auf Stufe 1 extrem. Wenn ich da im Vergleich mal Stufe 1 meines, stellen wir mal wieder hier hin, meines Philips einschalte, also da tut sich nicht viel. Wenn ich Stufe 2 vom Philips einschalte, dann bewegt er die ein bisschen. So, und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ich hier Stufe 2 einschalte. Moment. 2. Jetzt nochmal mal. Stufe 3 kriege ich schon kaum noch gehalten. Da schiebt er mir selbst den Diffuser durch die Gegend. Und ihr könnt es halt hier alles schön. Jede Kombi ist möglich. Jetzt ist keine Hitze zugeschaltet. Jetzt ist Hitze zugeschaltet. Und ihr könnt das alles hier schön einstellen. Und der Luftstrom ist wirklich sehr, sehr stark. Ihr seht, wenn ich jetzt ausschalte, jetzt ist 2 und 1 an. Ich schalte aus.
Ich schalte ein und er schaltet sich im letzten eingestellten Modus wieder ein. Wenn ich jetzt ausschalte und hier die Taste 7 Sekunden gedrückt halte, dann geht er in den Reinigungsmodus, dann bläst er nur kalte Luft. Aber ihr hört, es ist deutlich lauter. Und so schaltet ihr das Ganze wieder aus. So, also bis jetzt bin ich super positiv überrascht, sowohl von der Haptik, vom Druckpunkt der Knöpfe hier, der Taster, und auch vom Funktionsumfang und vor allen Dingen vom Trocknungsergebnis. Das ist wirklich deutlich schneller. Was ihr nicht machen solltet, ist ihn auf der Ablagefläche einschalten, wenn ihr, je nachdem, welche Stufe ihr eingeschaltet habt, wenn ihr da was Festes habt, das ist nur auf Stufe 1, aber wenn ich ihn jetzt auf 2, dann seht ihr, dann drückt er sich sogar wirklich vor lauter Kraft weg. Also am besten immer hier in der Hand halten und einschalten. Ich meine, macht man ja in der Regel sowieso. Ja, er hat eine Hitzekontrolle, das heißt, er hat immer die gleiche Hitze oder soll immer die gleiche Hitze haben, wenn ihr Hitze zuschaltet, natürlich in verschiedenen Abstufungen. Ja, bis jetzt klasse. Ganz anderes Trocknungs, er liegt super gut in der Hand, dadurch, dass der Motor hier unten drin verbaut ist durch die Brushless-Technologie. Er wiegt 268 Gramm, ihr seht, er ist schön handlich, man kann ihn also auch gut mit auf Reisen nehmen. Funktionsumfang ist top, weil ihr so viele verschiedene Kombinationen habt. Die Ionentechnologie ist von Anfang an mit zugeschaltet für schonendes, ist schonender für eure Haare, weil ihr dadurch nicht dieses aufgeraute habt. Und es geht halt viel schneller, was auch schon dafür die Haare ist, wenn ihr damit richtig Power macht. Ihr müsst die Hitze nicht zuschalten, ihr könnt die Hitze zuschalten, ihr könnt mit der Kalttaste auch zwischendurch zum Fixieren, wenn ihr irgendwas eingedreht habt oder so, das dann fixieren damit. Und ja, ich bin bis jetzt sehr, sehr positiv überrascht von dieser kleinen Flugzeugturbine. Die Zeit wird zeigen, ob er auch auf lange Zeit das hält, aber bei dem Preis, und ich finde die Verarbeitung top. Der eine mag jetzt sagen, ja, ist aber made in China. Ja, aber, sorry, mein Philips ist auch made in China. Also von mir gibt es bis jetzt einen Daumen hoch. Ich finde es klasse, diese neue Technologie. Und ja, der Philips geht jetzt in Rente. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.